schon mal zugeschaut. Bauarbeiten Schritt für Schritt. Alle Kinder helfen mit. Hau hoch, pack an, hau hoch, pack an. Zuerst den Schutzhelm aufgetan. Hau hoch, pack an, hau hoch, pack an. Na gut, mit anpacken muss der Nachwuchs hier natürlich nicht. Doch mit ungewöhnlichen Utensilien und ungewohnter Umgebung etwas arrangieren, müssen sich die Kleinsten der Kita der evangelischen St. Andreas Kirchengemeinde in Teltow derzeit schon. Aber was gibt es als Kind Spannenderes, als eine große Baustelle hautnah zu erleben und dann noch so ein großer Bahnhof zum Richtfest? Sogar die neue Kita selbst verspricht jede Menge Abenteuer. Da wird es Kabel geben, wo andere Erwachsene sagen würden, die müssen wir verstecken. Nee, wir sagen, das wollen wir alles sehen. Wir wollen sehen, was ihr da so toll gemacht habt. Wir wollen wissen, wie funktioniert sowas. Und wir sind neugierig auf die Fragen von den Kindern, die schon hier sind, aber auch auf die, die noch zu uns kommen werden. Ich denke, mit diesen Ideen, die in diesem Haus sind, ist ein ganz wunderbarer Grundstein gelegt für eine tolle Kita-Arbeit. Die Kinder Bindung spüren lassen, ihnen Erlebnisangebote verschaffen. Das hat hier seit jeher Tradition. Auch bei der Planung des Erweiterungsbaus wurde darauf besonderen Wert gelegt. Deswegen waren alle Beteiligten mit einbezogen. Wir haben mit den Kindern gesprochen, die Kolleginnen haben überlegt, was ist wichtig, was brauchen wir für eine neue Kita, wo liegen die Bedürfnisse, ja, was stellen wir uns vor, wo sind unsere Träume und natürlich auch, was brauchen wir. Ne? Und da es pädagogische Inhalte, konnten wir da ganz viel mitentwickeln, bestimmen und deshalb wird es sicherlich ein ganz tolles Ding. Ein tolles Ding soll auch das Gebäude selbst werden, denn das sieht nicht nur außergewöhnlich aus, es ist es auch. Mit einer Energieversorgung mittels Erdwärme und begrünten Dächern mit Solaranlagen wird der Erweiterungsbau ein Vorzeigemodell in Sachen Nachhaltigkeit. Das gilt auch für das überwiegend verwendete Baumaterial. Holz ist eigentlich ein Baustoff, der jahrzehntelang eigentlich gar nicht so, ich sag mal, im Fokus war. Und wir wissen ja selber aus der Diskussion, dass selbst Hochhäuser schon in Holz erstellt werden können. Ne? Also die Konstruktion Holz wird sich weiter, denke ich, durchsetzen. Holz ist nachwachsender Rohstoff, Holz ist überall verfügbar. Doch gerade das hat dem Projekt zuletzt zugesetzt. Denn weil immer mehr Holz exportiert wird, ist hierzulande immer weniger verfügbar. Die Folge? Stark steigende Holzpreise. Wie teuer alles am Ende wird, lässt sich noch nicht endgültig sagen. Bislang stiegen die Baukosten von 2 auf knapp 2,5 Millionen Euro. Zu dem Kita-Neubau gab es dennoch keine Alternative. Was für uns wichtig ist, dass wir auch den Anforderungen gerecht werden, die sich stetig entwickeln und, wie sagt man, gesetzlich geregelt sind. Ne? Dagegen können wir uns nicht verwehren, also wir müssen auch schon in die Zukunft planen können. Also das sind die Flächen, sage ich mal, Größen angesetzt worden, die einfach uns noch eine Gestaltungsmöglichkeit in die Zukunft eröffnen. Das lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. Die reine Nutzfläche der vor 85 Jahren eröffneten Kita steigt mit der Erweiterung von ursprünglich 150 auf 550 Quadratmeter. Statt 52 finden bis zu 77 Kinder Platz. Mit 3 großzügigen und hellen Gruppenräumen, die teilweise über eine Galerie verfügen, sollen den Kindern noch bessere Spiel- und Mitmachmöglichkeiten geboten werden. Wir sind wirklich als Stadt dankbar, auch wenn die freien Träger oder hier in diesem Fall die Kirche mit anpacken und Kitas bauen. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber, denn jeder Kita-Platz wird wirklich bei so einer wachsenden Stadt wie Teltow gebraucht. Schon Anfang September sollen die Kinder ihr neues Domizil beziehen. Das Abenteuer Baustelle ist für die Kleinsten dann hier beendet. Aber das neue Abenteuer Erweiterungsbau wartet ja schon.